zu gewinnen, das ist ja etwas, ja, was man kennt beim EV-Zug. Aber der Sieg heute Abend, Lino Marcini, das muss also trotzdem auch für einen Spieler und eine Mannschaft, die schon sehr viel gewonnen hat, etwas sehr Spezielles. Ja, absolut. Es war nicht ein einfacher Abend für uns. Schwieriges erstes Drittel. Ja, mit zwei Goal können das Mitteldrittel ausgleichen. Es war aber auch schwierig. Das dritte Drittel war schwierig. Wir machen die Führung und nachher sind wir hinten reingedrückt worden. Und, ich glaube, kurz vor Schluss hatte ich noch die Chance, um 3 Punkte zu stellen. Und jetzt sind es 2 geworden. Wäre fast ein bisschen frech gewesen, noch die 3 Punkte zu stellen. Ihr, die heute mit 2 Linien von der EVZ Academy angetreten sind. Wie sind ihr als Gruppe, als Team überhaupt jetzt auch in diesen Match hineingegangen mit so vielen jungen, unerfahrenen Spielern? Ich glaube, wie jeden anderen. Wir probieren, die Jungen so gut wie möglich aufzunehmen. Und sie machen einen unglaublich guten Job. Sie kommen rein, geben alles. Und ich glaube, das tut dem Charakter von einer Mannschaft extrem gut, wenn man die Siegermentalität der Jungen kann weitergeben, wo wir probieren, unser Spiel auf dem Eis. Es tut gut, so ein Spiel, wenn nicht alles vor einem läuft, wenn man viele Hindernisse hat zum Überwinden, dass man die irgendwie auch gewinnen kann. Das gibt Mut den Jungen, zum nächsten Spiel vielleicht noch etwas mehr zu probieren. Und ja, es ist wunderbar, wie sie sich integrieren. Ja, nochmal gratulieren zu dem Sieg. Danke, Lino Marcini. Danke vielmals.